Willkommen zu einem neuen Part Assassin's Creed. Wir sind ein bisschen umzingelt hier. Ist wieder so Zeit. Scheiße. Jetzt habe ich keine Zeit zum Zeit zu verschwenden. Hoch! Okay, warte. Scheiße! Wow. Shit, you. Leute. Wow, da wird dann. Wenn jetzt so ein dreckiger Penner nach mir schlägt. Sein lieber dreckiger Penner. Ach, verdammte Scheiße, jetzt bin ich ja. Mein Gott. Wo kommt man denn gut hoch? Hier. Das ist ein sehr schöner Weg. So, Richtung Assassin. Natürlich, tötet ihn. What? Shit. das ist auch mal eine Art zu entkommen. Aus Versehen auf eine Bank fallen. Okay. Verzieht euch, Leute. Hier laufen ja noch einen ganzen Haufen Typen rum. Bin ich so weniger auffällig? Das ganze Haus. Oh Mann, hier ist das Büro, hier muss ich doch hin. Wie soll ich denn hier hinkommen, wenn die mich die ganze Zeit sofort angreifen? Leck mich. Mann, wie soll ich denn da hinkommen? Verdammte Scheiße, leckt mich am Arsch. Soll ich dich umbringen oder was? Das kannst du auch haben. Na, wäre ich jetzt hier oben geblieben, hätte ich es getan. Shit, ich bin wieder unten. Ich wollte aufs Dach. Toll. Hier gibt es wieder keinen Weg. Er wird mit Steinen an mir werfen. Ha, er hat mich getroffen. Wir sind hier ganz in der Nähe. Irgendwo ein Versteck. Da oben. So, hier kommst du noch dran hoch, richtig? So, wird noch ein bisschen schneller. Wo soll denn jetzt eine Wache sein, die mir folgt? Da ist niemand. Die wissen alle nicht, wo ich bin. Da kommt keiner. Und jetzt lass mich wieder hier raus. So, hier, endlich. Jetzt ein bisschen reden. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Sehr schön. Ich darf gehen, heißt das? Yay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich könnte ja mal mit dem Pferd zurückreiten. Ich saß schon eine Weile nicht mehr auf dem Pferd. Oh, ich bin festgefroren. Seine Füße wurden in Beton gegossen. So, jetzt darf ich wieder gehen. Oh toll, durfte ich aber weit gehen? Durfte ich aber weit gehen? Was für eine Großzügigkeit. Ich will lieber zurückritten. Ah. Schon fertig? Aufstehen! Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut.
Aber um Ihre Frage zu beantworten, Vidic arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Ja, ja. Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Meine Chance. Bin unterwegs. Jetzt darf Desmond der Assassine auch klettern. Desmond, ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Da im Computer. Aber ich folge einfach. Das wird nicht klappen. Dann kletter ich die Wand hoch. Ja. Jetzt beamen sie sich weg. Scotty, beam mir ab. Was macht sie denn? Oh mein Gott. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ach so, ich muss auf mein Zimmer. Gut, gut. Was ist, wenn ich ins... Okay, ich gehe in mein Zimmer. Sonst geht sie nicht. Und jetzt wird das Zimmer abgeschlossen. Und ich bin mal wieder sehr weit gekommen. Die Antwort liegt direkt vor mir. Liegt da was auf dem Tisch? Toll, ich kann mich hinlegen. Man kann mit Desmond wieder mal wieder so viel machen. Hammer, der Typ. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Nächstes Mal. Oder ich könnte das Video mal gucken. Und stoppen an der Stelle. So, was ab? Der Typ ist wieder da. Alle wieder da. Darf ich mal in den Konferenzraum? Gibt's da irgendwas zu sehen? Die Tür ist sowieso zu. Wird sich nicht öffnen. Sesam, öffne dich. Komm, ich weiß das Passwort. Das Passwort ist 42. Das hat jetzt immer 42. Ich hab dich schon vermisst, Doc. In den Animus. Leck mich. Ich mag dich auch, Junge. Jo, war mal wieder sehr spannend mit Desmond hier. Okay. Nächstes. Haben Sie vergessen, wie es geht? Wählen Sie halt die Fresse, Mann! So. Okay. Starten. Jetzt sehen wir wahrscheinlich wieder mit Al-Mualimpen, heißt er so? Weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Oh yes. Zack. Ha! Das kann ich ja sogar hier machen. Wie viele Wurfmesser habe ich hier? Vielleicht keins mehr. Huh, ey, wir schon anders. Oh, der hat ja sogar dafür mit seiner Mission. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt
das rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Der Part endet hier.